Hallöchen Internet und willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Strahlender Diamant. Ursprünglich hatte ich geplant, dass wir uns ab heute die Endgame-Areale anschauen. Zwischenzeitlich wurde ich aber darauf hingewiesen, dass es noch einige andere interessante Dinge im Endgame gibt, die ich mir zunächst anschauen sollte. Joa, und von daher verschieben wir die Erkundung der Areale, bis ich alles von meiner neuen Liste abgehakt habe. Also liebe Leute, los geht's! Wir reisen erst einmal nach Fleetbrook. Denn dort gibt es angeblich einen Jungen, der unsere Hilfe braucht. Zumindest gemäß meiner Aufzeichnungen. So, der pennt irgendwo hier in einem Haus. Ich glaube, das ist das Richtige. Genau. Der kleine Junge scheint einen schlimmen Albtraum zu haben. Er murmelt irgendetwas im Schlaf vor sich hin. Der Tag beobachtet mich. Oh, der Arme. Ich hätte nie gedacht, dass unser Junge mal in einem solchen Albtraum gefangen sein würde. Sowas ist schon einmal hier in Fleetbrook passiert, und zwar vor langer Zeit. Es gab Menschen, die nie wieder aus diesem Albtraum erwacht sind. Oh. So, jetzt soll man mit dem Papa quatschen. Das ist er hier. Ich habe die Liebe zum Meer verloren, seit mein Sohn in diesem furchtbaren Albtraum gefangen ist. Um ihn daraus zu befreien, benötige ich die Lunarfeder von der Vollmondinsel. Sag, würdest du für mich zur Vollmondinsel gehen? Wenn nicht für mich, dann wenigstens für meinen Sohn. Ja, sicher. Bitte beschaffe mir die Lunarfeder, die man auf der Vollmondinsel findet. Nur damit kann mein Sohn von seinem Albtraum befreit werden. Wir zählen beide auf dich. Ei, ei, Anker lichten! Hey, und schon sind wir auf einer neuen Insel. Roland, was ist denn mit dir schon wieder los? Roland teleportiert sich mal wieder. Roland Junior ist total ruhig und gelassen. Naja, sah gerade anders aus, du Würstchen. Wo sind wir denn überhaupt? Moment. Ach, ganz oben links, okay. Das ist sogar weiter entfernt als die Eiseninsel. Eine Insel mit einem kleinen, halbmondförmigen Teich, der sich in einem schwer zugänglichen Wald befindet. Okay, gibt's denn hier Trainer und so? Wahrscheinlich, ne? Oh, was ist das denn? Das Pokémon ist davongeflogen. Irgendetwas funkelt an der Stelle, an der es sich zuvor befand. Du findest eine Lunarfeder. Wie, das war's jetzt, oder was? Okay, war das ein legendäres Pokémon? Ne, Moment, aber wir haben das doch schon mal gesehen. Mir kommt das so bekannt vor. Ich meine, wir haben das schon mal... Haben das schon mal gesehen? Ist das nicht Milotic oder so? Da, Milotic. Ja, wobei, nee, sieht nur ähnlich aus. Aber sehr, sehr ähnlich, oder? Vom Design her. Ne, wurscht, egal. Hat sich ja eh verzogen, also... Von daher irrelevant. Das Pokémon, dem du gerade begegnet bist, ist das Lunar-Pokémon. Man erzählt sich, dass es in Sinnoh von einem Ort zum anderen fliege. Oh, dieses Funkeln, das ist also die Lunarfeder. Vielen Dank, damit sollten wir meinen Sohn aus einem Albtraum befreien können. Ah, okay, wahrscheinlich kann man das jetzt so random fangen. Also dieses Lunar-Pokémon. Ja, aber sah jetzt nicht so spektakulär aus, ehrlicherweise. Der kleine Junge scheint einen schlimmen Albtraum zu haben. Die Lunarfeder, die du mitgebracht hast, beginnt zu strahlen. Das Gesicht des schlafenden Jungen entspannt sich und wirkt ganz friedlich. Der kleine Junge ist aufgewacht. Oh, wie süß! Endlich, du bist aufgewacht! Oh, mein kleiner Junge, mir kommen vor Freude die Tränen! Vielen Dank, das werden wir dir nie vergessen! Dass es dir wieder gut geht, macht mich so unfassbar glücklich, mein Junge!
Es gibt mir die Kraft, wieder in See zu stechen. Und was dich betrifft, mein Schiff steht ab sofort jederzeit für dich bereit. Und weg ist er wieder. Ich konnte einfach nicht aufwachen. Das war so ein schrecklicher Traum. Ich war an einem stockfinsteren Ort und da war dieses pechschwarze Pokémon. Aber ich konnte die ganze Zeit die Stimmen von Mama und Papa hören. Okay. Wir können dir gar nicht genug danken. Vielen, vielen Dank. Oh, das war aber eine nette kleine Nebenaufgabe. Okay, als nächstes geht's nach Herzhofen. Hier bekommt man angeblich ein Pokémon geschenkt. Oh, hallo, lange nicht gesehen. Na, nutzt du auch fleißig die PC-Boxen? Aber sag mal, hast du da etwa einen nationalen Pokédex? Wow, du hast es echt drauf. Und da du so etwas besitzt, wirst du die Boxen sicher auch in Zukunft fleißig nutzen. Meiner Meinung nach muss ein guter Trainer auch souverän mit Boxen umgehen können. Aber das muss ich als Administratorin ja fast schon sagen. Mal eine andere Frage. Hättest du zufällig Interesse an einem Pokémon namens Evoli? Ja, natürlich! Hier bitte, sei aber bitte lieb zu ihm. Endlich habe ich ein Evoli. Ein seltenes Pokémon, das sich widriger Umgebung anpasst, indem es seine Gestalt und Fertigkeiten verändert, wenn es sich entwickelt. Möchte ich einen Spitznamen vergeben? Natürlich! Und zwar benenne ich dich nach Community-Mitglied Jonas Evoli. Ich habe da so lange drauf gewartet. Endlich bist du auch im Spiel. Ich habe die ganze Zeit auf einen Evoli gewartet. Also, willkommen im Team, beziehungsweise erstmal packe ich das in die Box, aber ich entwickle das später noch. Aber eins nach dem anderen. So, dann fliegen wir nach Sandgemme. Wo war denn Sandgemme nochmal? Erzelingen, Jubelstadt. Ah, das hier ist Sandgemme, genau. In Sandgemme unterhalten wir uns mal fix mit Lucias Schwester. Die müsste hier in dem Gebäude hocken. Oh, hi Huxel. Im Fernsehen haben sie gerade über ein massenhaftes Erscheinen von Pokémon berichtet. Wenn das mal kein glücklicher Zufall für dich und deinen Pokédex ist, wie? Okay, hier läuft nichts. Sagt sie noch was? Irgendwas haben die im Fernsehen doch noch gesagt. Was war das nur? Ach ja, ganz viele Makuhita sollen aufgetaucht sein und zwar hier, Route 225. Nimm lieber die Beine in die Hand, Huxel. Ich will schließlich, dass du besser bist als meine große Schwester Lucia. Route 225, okay. Ich weiß nicht, ob die da einfach nur öfter auftauchen jetzt oder ob das wirklich irgendwie ein Event ist oder so. Keine Ahnung, wir gucken uns das einfach mal an. 225... 224. 225. Boah, da müsste ich jetzt aber hier zum Kampfareal. Das will ich mir erst später anschauen. Ja, okay, dann skippen wir das erstmal. Aber was das genau bedeutet mit diesen Massenauftreten, das schauen wir uns dann noch an. So, als nächstes, liebe Leute, geht's hier nach Süden. Auf Route 220 und auf Route 221. Hier gibt es nämlich angeblich auch noch was zu entdecken. Ich bin gespannt. So, erstmal hier Gamer TV auf 1 setzen. Ich denke mal, wir kämpfen gleich gegen Wasser-Pokémon. Wie auch immer ich jetzt darauf komme, ne? Na, was haben wir denn da? Ein Tentacher. Nicht der stärkste Vertreter seiner Art. Level 29. Ja, aber hier scheint es auch Trainer zu geben. Wobei ich jetzt nicht glaube, dass das hier ein konkretes Endgame-Areal ist. Also, vermutlich sind die Trainer nicht ganz so stark. Ich kann ohne Hilfsmittel nicht schwimmen, aber meine Pokémon können das richtig gut.
sagt Planscherin Angelika. Und sie setzt ihr Merrill ein. Ich finde das Merrill-Geräusch, das klingt so ein bisschen wie Thank You, als ob das Thank You sagen würde. Also dieses Spawn-Geräusch, dieses Pokémon-Geräusch, ihr wisst schon, was ich meine. Müsst ihr mal drauf achten. Jedes Mal, wenn Merrill kommt, sagt es Thank You. Da, Thank You, habt ihr es gehört? So, jetzt achtet mal drauf. Ich finde, es sagt Thank You. So, das war's mit der kleinen Wassermaus. Und auch mit Angelika. Scheint nicht gut genug. Ich glaube, der Bursche hier will auch kämpfen, ne? Ich mag meinen Schwimmreifen und außerdem bewundere ich Quallen-Pokémon. Sagt Planscher Hendrik. Ein Schalilos. Eine gute Wahl, mein Kleiner, eine gute Wahl. Okay, also der Kampf wird auf jeden Fall auch wieder sehr easy. Ich bleib mal bei dem Funkensprung. Also ich denke mal, die starken Trainer, die treffen wir erst oben bei den Arealen, oben rechts. Ih, Marie ist auf 61. Ich lasse mich treiben. Ja, ja, mach du mal. Okay, da unten ist noch ein Gegenstand. Schwimmen ist eine Ganzkörpererfahrung. Du solltest auch schwimmen. Oh, kein Doppelkampf. Schwimmerin Bettina. Mit ihrem Goldini. Ja, eventuell hätte ich mir das Gebiet hier einfach mal früher anschauen sollen, ne? Egal, dann haben wir jetzt ein bisschen was zu tun. Außerdem sind die Kämpfe ja immer gleich leicht. Auf Level 40 oder so wäre ich ja auch so durchspaziert. Hey, Schattenhaar auf 68. Die Schattenhaar kratzt schon an der 70, so langsam. Ich glaube, ich baller mir aber gleich mal einen Schutz rein. Damit ich wenigstens nicht von wilden Pokémon angegriffen werde. Gesunken wie ein Stein. So. Nein, ich will doch nur den Gegenstand haben. Der menschliche Körper hat mehr Auftrieb im Meer. Schwimmen ist dort also einfacher. Sagt Schwimmerin Cornelia. Ein Remoraid. Ich ja beim Funkensprung bleiben. Also Gamer TV war hier definitiv eine gute Wahl. Kann mir nicht vorstellen, dass wir hier noch großartig Probleme bekommen. So, als nächstes kommt Anton. Oh, ihr wisst ja, ich liebe Anton. Ich finde die total sweet.
Hängt wahrscheinlich mit den positiven Erinnerungen an den Anime zusammen. Boah, ich habe ja nur eine Staffel geguckt oder so, aber... Oder zwei Staffeln. Misty hatte auf jeden Fall einen Enton, meine ich. Das Wasser ist so salzig. Ja, was? Das fällt dir jetzt erst auf? Hey, Äther. Na, Roland, was sagst du dazu? Roland Junior gibt einen Kampfschrei von sich. Ja, was auch immer. Jo, habe ich denn überhaupt noch... Habe ich denn überhaupt noch Schutz? Ja, aber nur normal, ne? Ja, muss jetzt erstmal reichen. Eine Wassertafel. Ja, so langsam haben wir diese ganzen Tafeln auch zusammen. Hier könnte noch was sein. Eine Perle, ja, das war so klar. Und schau mal, da vorne ist noch ein Trainer. Roland, was ist los mit dir? Traust dich nicht reinzuspringen, oder was? Komischer Kauz. Ich lebe ausschließlich, um zu schwimmen. Erkläre mir doch den Reiz der Pokémon. Sagt Schwimmer Benedikt. Ein Mantyps hat er dabei. Unter anderem... Level 26, also weiterhin sehr, sehr leicht. Ich denke nicht, dass die Kämpfe hier noch schwieriger werden auf der Route. Eventuell auf der nächsten Route. Also wir sind ja jetzt auf Route 220 und vielleicht wird es auf 221 noch ein bisschen anstrengender. Weiß ich aber nicht. Sehr schön. Und das war's. Das ging ja flott. Wow, das hat Spaß gemacht. Was? Echt? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Übrigens ganz interessant gestaltet die Route hier, finde ich. Okay, ein Fläschchen Carbon. Den Trainer da oben, den nehmen wir aber auch mit. Also ich will schon gegen alle Trainer auch kämpfen. Weiterhin. Okay, immer richtig atmen, Joe. Jetzt bist du bereit. Also wir wissen auf jeden Fall schon mal, dass er Joe heißt. Ein Pelipper, okay. Ja gut, ich meine, bei den Wasser-Pokémon, der Trainer, gibt es ja auch nicht so viel Variationen. Mit dem Wario-Symbol auf dem Kopf. Wario-Symbol ist halt ein Buchstabe, ne? Ich finde, der sieht auch ein bisschen aus wie Wario, muss man dazu sagen. So, hier links war da noch was. Nein, da oben ist noch eine Trainerin. Ach, da komme ich jetzt gar nicht hin, oder was? Na egal. Ich habe einen neuen Bikini gekauft, das aktuellste Modell in diesem Jahr. Holy moly! Ja, nicht schick. Nicht schlecht. Nicht schick, sage ich schon. Doch, natürlich ist der schick. Nicht schlecht. Ach, gute Wortfindungsstörung wieder. Jo! Die Trainer bleiben kreativerweise bei Wasser-Pokémon hier.
Und das war's auch schon. Tja, komme ich jetzt da oben noch irgendwie hin? Auf die Plätze, fertig. Los, sagt Schwimmer Wieland. Na schaut mal, der hat immerhin Garados, also wenigstens kein Goldini oder Carpador oder so. TV erreicht Level 68. 86 wäre schön. Au, 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 ich habe einen Krampf in beiden. 86, das wär's. Bin mal gespannt, welche Level meine Pokémon am Ende des Let's Plays haben. Also ich denke mal, wir spielen wahrscheinlich schon so bis, keine Ahnung, Level 80 oder so. Denke ich mal, ne? Kommt so ein bisschen auf die Stärke der Trainer oben rechts an, bei den Arealen. Ich wirke vielleicht nicht so, aber ich bin ein Star. Also wenn die Trainer da sehr, sehr stark sind, dann werden wir halt noch fett leveln. Ach so, genau. Und wir können ja nochmal gegen die Arena-Leiter kämpfen. Da gibt's mit Sicherheit auch nochmal fett XP. Ja, also ich sag mal, so 80 ist realistisch, ne, am Ende. Einfach mal so blau in die Luft geraten quasi. Frei in die Luft geraten. Als nächstes kommt Meditalis. Ich bleibe bei Gamer TV. Langsam, aber sicher gehen mir leider die AP für den Funkensprung aus. Andererseits habe ich gerade gesehen, wir sind auch gleich aus dem Wasser raus. Also dann können wir vermutlich auch mal das Main-Pokémon wechseln. Sehr schön, das war's mit Anke. Ich habe verloren, aber zumindest hatte ich Spaß. Gut, dann haben wir hier oben alles gesehen. Boah, ich muss auf jeden Fall Schutz kaufen. Ganz, ganz wichtig. Na komm, Gamer TV, du hast ja noch den Ladungsstoß. Sehr schön. Was haben wir hier? Oh, ein Fläschchen Protein. Da freut sich der Roland. Nun gebe ich beim Schwimmen eine anmutige Figur ab. Ja, sah tendenziell ganz nett aus. Schwimmer Leon fordert mich heraus. Mit seinem Charlilus. Gastrodon, ja. Immerhin mal was anderes. Aber ach nein, ach, stimmt. Elektroattacken sind da ja wirkungslos. Das ist natürlich nicht so schön. Wobei, ich kann den Knirscher noch einsetzen. Ach, ich meine, es ist fies Level 32. Da kann ich wahrscheinlich alles einsetzen, wenn ich gewinne. So, das war's mit Leon. Letztendlich fühle ich mich doch etwas erschöpft. Hey, wir haben es geschafft. Das war's mit der Route. Wobei, kann man gegen ihn hier noch kämpfen? Hey, ich angle gerne, aber meine wahre Liebe gehört dem Kämpfen.
sagt Angler Dieter. Oh nein, warum ein Carpador-Trainer? Ich sage, er hat zwei Carpador und einen Garados dabei. Okay. Ein Carpador, ein Garados. Wenn danach noch ein Carpador kommt, dann hatte ich recht. Binion. Nein! Okay. Ja, vielleicht bin ich doch kein Hellseher. Okay. Dann nehmen wir den Ladungsstoß und dann haben wir auch schon gewonnen. Das war's mit Dieter. Plansch. Alter Schwede, das hat ganz schön lang gedauert. Ja, liebe Leute, aber wie es hier weitergeht, das erfahren wir erst im nächsten Part. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und der Part hat euch gefallen. Sollte dem so sein, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. So oder so würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Huxel. Ciao.